herzlich willkommen zu Super Mario Odyssey. Das Spiel, darauf wir alle sehr lang gewartet haben. Super Mario Odyssey. Ich bin mega gehypt auf das Spiel und wir wollen nicht lang labern. Wir starten jetzt. Nur mal so, gesagt, falls niemand sich spoilern will, der schaltet besser, also der haut jetzt einfach ab, also ja, okay, ich will das jetzt nicht so sagen, aber für den, ja, also es enthält Spoiler für Super Mario Odyssey, das wollte ich einfach nur sagen. So, aber wir fangen jetzt an. 3, 2, 1, los! Im Himmel über den Pilzpalast. Nur mal so gesagt, ich habe einen anderen Spielstand auch noch. Der ein bisschen besser ist als der. Mit 500 Monden. Aber jetzt genießt die Cutscene. Es ist Zeit für meine Hochzeit mit Peach. Bist du etwa eifersüchtig, Mario? Nee. Ich denke nicht. Scheiße, unsere Cappy ist tot. Beziehungsweise... der eigentlich Cappy ist. Also hätte ich das jetzt nicht so sagen sollen, aber wir liegen hier. Ich bin wirklich gehypt. Ich spiele das Ganze mit Joy-Con, also mit beiden Joy-Con mit einem Controller. So, wir sehen uns hier mal um. So, mein Cappy richtig erschrecken. Boah! Ja, das ist quasi die erste Bewegung in Super Mario Odyssey. Wie findet ihr das Game, Leute? Also, ich find's mega. Mega! Klar, ich hab's schon mal gezockt. Aber ich find's einfach immer noch richtig geil. Wer bist du? Bist du einer von denen? Nein, ich bin Mario. Seid ihr etwa keine Fans? Wenn nein, dann solltet ihr auf jeden Fall mal diesen Kanal abchecken. Heißt Elias Niemitz. Okay, das ist jetzt ein kleiner Joke gewesen, sorry. Aber, wer ist das? Gut, ich weiß es eigentlich schon, aber ich will euch damit jetzt sagen. Tut mir leid, dass ich abgehauen bin. Ich bin etwas schreckhaft. Ich habe gesehen, was vorhin passiert ist. Alles gut bei dir? Du bist hier im Hutland. Wir wurden gerade vom selben Ungeheuer angegriffen, das es dir so übel mitgespielt hat. Das Schlimmste ist aber, dass es meine kleine Schwester entführt hat. Oh no. Ich wollte eigentlich ein Schiff klar machen, um diesem Ungeheuer hinterher. Und diese Ungeheuer. Oh Gott. Leute, ich kann nicht lesen. Aber unsere gesamte Flotte wurde während des Angriffs vernichtet. Ich meine, wir sollten im benachbarten Land noch ein Schiff finden.
Von der Spitze des Hutturms komme ich da bestimmt hin, aber die Schergen des Ungeheuers versperren den Weg. Wir kämpfen für dieselbe Sache, nicht? Wir sollten uns zusammentun. Mal sehen, ob wir... Sie heißt Tiara übrigens. Also, ob wir Tiara und Peach aus der Klemme helfen. Also, Peach solltet ihr kennen. Ja, nicht so dein Stil. Wie wär's hiermit? Oh yeah, das ist doch schon viel besser. Oh yeah. Cappy ist jetzt dein Begleiter. Yeah, nice! Und jetzt startet es. Mit Y könnt ihr, oder ich, Cappy werfen. Man kann auch schütteln. Ups, das ist die Attacke, aber man kann eigentlich auch schütteln. Da wird's unten rechts angezeigt. Ja, und ich würde sagen, ich werde jeden Fleck überprüfen. Wir machen 100, die 100% auf jeden Fall. Also, da könnt ihr euch schon mal sicher sein. Ich bin ein sehr gehypter Player. Beziehungsweise, ich habe das Spiel ja schon mal durchgespielt. Aber trotzdem, es ist immer noch geil. Leute, egal wie oft ihr, wie oft ihr und lang ihr es spielt, ist es einfach immer noch geil. Tja, Leute, es ist nicht ganz einfach, 100% zu machen. Man muss dafür jeden einzelnen Fleck untersuchen und das ist halt das Schwierige. Gut, die Schwierigkeit von Mario Odyssey ist nicht so hoch. Allerdings muss das ja auch nicht sein. Es ist einfach nur geil. Willkommen in Zylindrien, dem ganz Stolz des Hutlands. Soll ich dir was über die Anleitungen erzählen? Das wissen wir eigentlich schon. Sei vorsichtig da draußen. Oder ich kann es ja auch mal für euch machen. Und zwar, hier kann man jetzt quasi Basic Actions machen. Hechtsprung, Rolle vorwärts, Stampfattacke und die ganzen Moves, die Mario in diesem Spiel kann. Also, wir werden es später noch rausfinden. Du kannst sie dir jederzeit angucken. Öffne das Menü mit Kreuz und wähle dann die Anleitung aus. Ja. Gut, manchmal fehle ich auch manchmal tatsächlich. Ich will euch jetzt aber nicht sehr viel spoilern, deswegen sage ich euch einfach nichts, was so kommen wird. Also das wäre schon ein bisschen gemein, oder? Ich werde euch auf jeden Fall nicht spoilern. Also beziehungsweise ich spoilere euch schon mit diesem Spiel, aber... Also wenn ihr es guckt, dann spoilere ich euch damit schon automatisch. Aber ich will euch halt jetzt nicht sagen... Am Ende, also ich will jetzt, ja okay, damit spoil ich eigentlich auch, aber egal, ich will euch jetzt einfach nicht sagen, was passiert, weil das wäre dann ja sonst blöd, da wäre die, also spoilern mag niemand, so, aber jetzt geht's weiter hier, cooles Detail, dass Mario jetzt so staubig ist, jetzt nicht mehr. Ich hoffe, bei meinem Freund da oben auf dem Turm ist alles in Ordnung, ja, hoffe ich auch. Spring mal und versuch mich dort auf die Fahne zu werfen. Oh yeah! Ich werde so viele Kunden, ihr seht ja schon gerade, wie viel ich hier machen will. Und ja, so soll es eigentlich auch weitergehen. Gehen. Einfach alles machen, was geht. Oder beziehungsweise mega viel. Ich werde jetzt wahrscheinlich nicht alles machen können, beziehungsweise jeden Zentimeter mal berühren oder so. Also, ich hoffe, euch gefällt Mario Odyssey, also ich denke schon. Es gibt ziemlich wenig Hater, beziehungsweise... Es gibt so viele
Leute, die es mögen, dass es schon wieder wenig Leute sind, die das nicht mögen. Also es gibt tatsächlich schon ein paar, aber nicht viele. Und was hast du hier zu sagen? Die Handlage des Ungeheuers kann ich von hier aus sehen, aber ich kann nur tatenlos umherschweben, um zu sehen. Ja. Mario, du bist doch der Retter der Welt. Du musst es schaffen. Let's go! So, was steht auf dem Tipp? Reisetipp, Mützenstoppwurf. Möchtest du einen Kistenstapel demolieren oder einen Fragezeichenblock wiederholt bearbeiten? Drücke und halte einfach Y, um deine Kopfbedeckung zu werfen und kreisen zu lassen. Deine Kopfbedeckung schwebt für einen Moment vor dir und dreht sich dabei. Ja, beziehungsweise... So. Die bleibt dann halt einfach mal für 5 Sekunden. Oder, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, ja. 5 Sekunden ungefähr. Ja. Es ist einfach ein Spiel. Ich sag dazu nur top. Von mir bekommt's... Na, ich will jetzt noch nicht die Bewertung sagen. Ich meine, wir sind ja noch nicht mal am Ende des Spiels. Beziehungsweise wir sind am Anfang des Spiels. So. Beziehungsweise ich weiß halt schon alle Moves und so. Das bedeutet... Ja. Es ist nicht mehr so ganz neu für mich, aber trotzdem Hype. Es ist immer wieder cool, alles von neu zu machen. Was für Typen. Scheint, als würden sie dich kennen und nicht mögen. Ja, das stimmt. Allerdings sind das goldene Minigummas, also die kenne ich jetzt nicht. Oder gab es die schon in irgendeinem Mario-Spiel? Ich bin mir jetzt nicht sicher, also ich glaube nicht. Ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Gut, es gab mal goldene Gummas. Aber Minigummas? Na, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall. Gab's die noch nicht so oft. Warte. Ja, haben wir jetzt ein bisschen verkackt, aber es geht ja jetzt hier auch nicht drum, um jede Münze einzusammeln. Ah, siehst du? So muss man das machen. Damit habe ich es leider ein bisschen verkackt. Ich weiß nicht warum, eigentlich ist es relativ einfach. Aber gut. Und hier ist es möglich, ohne den Frosch halt hochzukommen. Ist ein Spoiler. Aber ist egal. Das sieht hoch aus. Wirf mich doch mal auf den Frosch. Ja? Man kann es auf jeden Fall schaffen ohne den Frosch. Also da liegt man so hoch. Ja, okay. Ja. Und das kommt jetzt. Das richtig Geile in diesem Game. Einer der besten Sachen in diesem Game. Und zwar... Oh yeah, das sieht so geil aus einfach. Du hast einen Frosch gekapert. Ja, die Kaperung in diesem Game ist so geil. Siehst du? Seht ihr? Da oben ist schon wieder was. Deswegen muss man echt gucken, dass man jeden Millimeter ab... Ja, okay, jetzt nicht jeden Millimeter, aber... Jeden Meter, also richtig gut umguckt, auf jeden Fall. Weil wenn ihr euch jetzt mal... eine Minute nicht so umguckt, habt ihr es eigentlich schon verkackt. Also, ich will das jetzt nicht so sagen, keine Ahnung, ich kann es mir nicht so gut sagen, aber gut, ihr könnt natürlich immer, also es ist, kann man eigentlich in ein Videogame mal failen, 100% zu machen? Ich glaube, das geht nicht. Also, da, wenn es komplett unmöglich mehr ist, 100% zu machen, das geht, glaube ich, nicht. Gut, unmöglich ist es ja dann immer noch nicht. Ich meine, dann kann man sich das Game einfach nur mal kaufen. Aber gut. Muss man halt ein bisschen Geld ausgeben. Ja, die Switch war schon richtig teuer. Überteuert eigentlich. Einfach teuer.
Ja, man bekommt halt einfach fast nichts umsonst, außer ein paar Prospekte halt. Oder halt ein Angebot. Nee, Angebot. Nein. Es ist auf jeden Fall ein mega geiles Spiel. Ich glaube, das habe ich schon 1 Million Mal gesagt, aber gut. Ja. So geil. Oh yeah. Drücke ZL, um ein ursprüngliches Aussehen abzunehmen. Ja. Also, damit man wieder nicht gekauft ist, weil man kann ja jetzt nicht das ganze Spiel als Frosch rumlaufen. Und die Kerze ist von, ja. Wie gesagt, jeden Millimeter erkunden, deswegen. Yeah. Schatzruhe. Oh yeah. Gut, der Hype ist jetzt nicht so wie am ersten Tag, aber ist es immer noch ein mega Hype auf das Game. Es hypen noch mindestens 1 Million Menschen. Wieso meine Heuer hat alles zerstört? Manche Tage laufen eben nur so lala Hut auf und durch. Kannst du uns nicht irgendwie helfen? Wer hat das angerichtet? Also ich nicht. So viel kann ich euch schon mal versprechen. Ich kann vor lauter Angst nicht mal den kleinen Finger rühren. Alter, jetzt im Angst. Okay. Super, hier ist eine Mütze. Die Languien Handlagen des Ungeheuers sind immer noch oben. Pass bitte auf. Ja. Mach ich. Oh Gott. Hier sieht es echt nicht gut aus. Ich hoffe, meine Freunde da unten auf dem Platz ist wohl auf. Vielleicht sollten wir uns auf den Staub, aus dem Staub machen. Ob wir uns lieber irgendwo verstecken sollten? Okay. Ja, okay, ich muss jetzt nicht jedes Dings vorlesen, aber. Ja. Ich meine, es ist ja nicht mehr so wichtig, was sie sagen. So. Und jetzt sind wir hier oben. Und da oben. Tipptopp. Also ich kann euch ja mal den Controller zeigen. Und zwar sieht das Ganze so aus. Okay. Hey, der Chef hat uns recht alles. Er sagt, ein schnurrbartiger Geselle würde sich in unserer Vorbereitung einmischen. Wir sollten uns wohl mal vorstellen. Man nennt uns die Brudels, unser Zeichens Hochzeitsplaner des glücklichen Paares, Bowser und Peach. Wir haben den Schatz, den wir wollten. Wir können also weiterziehen. Vorher müssen wir allerdings noch diese Stirnfriede aus dem Weg räumen. Im Ernst? Ihr habt doch keine Chance. Jetzt mal ehrlich. Jetzt! Seid doch nicht so. Ihr habt keine Chance! Also wenn, dann mache ich das. Gut, der erste Kampf, also der erste Brudelkampf ist natürlich noch einfach. Eigentlich ist fast jeder Brudelkampf einfach, weil sie können halt einfach nichts. Geiler Spoiler übrigens. Die Brudelkämpfe sind einfach. Also, ja, ein bisschen. Oh, yeah. Bäm. Ich muss mal kurz gucken, wie lange wir schon aufnehmen. Ah, 18 Minuten. Okay. Dann haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Ich würde jeden Part so 30 Minuten geben. Beindrücken. Jetzt kommen wir mit Hilfe der Leitung weiter. Ja, jetzt kommt was richtig Geiles. Das glaube ich da, wo fast jeder bestimmt gelacht hat. Sieht einfach so geil aus. Wie findet ihr das? Schreibt mal, wie euch Mario Odyssey gefällt. Schreibt es mal in die Comments. Also ich denke, ihr findet das schon ganz nice. Ach hier übrigens, danke an König Kevin für dein Abo. Freut mich sehr. So, wir sind bei den Fossi-Fällen. Oh. Wow. Oh yeah. Oh, aufpassen. Oh. Ja, der Sturz war jetzt nicht sehr optimal, aber
unser erster Power Mode. Oh yeah, das ist richtig. Alter, ich hab Gänsehaut. Was für ein Trip. Aber hey, wir haben es in einem Stück ins Kaskadenland geschafft. Ich bin noch ganz elektrisiert vom Kabel an der Stromleitung. Abgedrehtes Gefühl. In dieser Gegend soll sich ein altes Luftschiff befinden. Los, suchen wir es. Meine Mutter sagt immer dazu, Kakerlakenland. Gut, vielleicht kann man das sogar im ersten Moment lesen. Aber, ja. Kann ja mal passieren. Und unsere erste Halbzeitflagge. Oder? Nee, Quatsch. Stimmt nicht. Wasserfallbecken. Oh je. Mega Hype, Leute. Hype! Wenn ich das jetzt so streamen, dann alle Hashtag Hype in die Dings. Reisetipp. Mützen Zielwurf. Wirf deine Kopfbedeckung und schüttel die Joy-Con-Controller dann erneut, um einen Mützen-Zielwurf auszuführen. Deine Kopfbedeckung fliegt zum nächstgelegenen Ziel. Das ist super praktisch, wenn du kein Zielwasser getrunken hast. Alles klar. So. Ui. Also, ist jetzt hier kein Ziel. Oh, hier zum Beispiel. So. Das ist schon sehr praktisch, ja. Stimmt. Ja, wir werden jeden Stein kaputt machen. Spaß. Also, ja. Wir werden auf jeden Fall Mario Odyssey mega erkunden. So. Kettenhund. Hündchen. Brauch bitte deine Hilfe. Gibt's eigentlich was, wenn man die zerstört? Ja, Münzen. Wieso Münzen? Yay. Let's get rich. Leute, ich habe mal eine Frage an euch. Würdet ihr dieses ganze Abenteuer machen und ihr dann am Ende so viel Geld quasi bekommt, wie Mario jetzt halt bekommt? Würdet ihr das tun? Also ich würde es jetzt, glaube ich, nicht tun, weil ich damit halt mein Leben riskiere und mein Leben ist eigentlich alles. Zack. So. Und jetzt machen wir unseren ersten Power Moon frei. Oh yeah! Das ist unser erster Power Moon, Leute. 3, 2, 1. Woo! Dun, 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 dun. Oh yeah, das ist richtig, Mann. Ich sag irgendwie so oft, oh yeah. Multimod, hoch über dem Wasserfall. Oh, wir haben einen Powermond. Mit diesen Powermonden können wir unser Luftschiff antreiben. Hast du jemals so etwas angesehen? Ja, als ich das Spiel schon mal gespielt habe. Oh, okay. Okay. Hier ist das Luftschiff. Das ist es. Genau hier noch haben wir gesucht. Es ist in einem schlechteren Zustand, als ich dachte. Nun ja, es ist auch ein altes Modell, aber es fliegt bestimmt noch. Mal sehen, ob wir es in Gang bringen. Wirf mich mal einfach auf den Globus dort. Jupp. Zack. Wir haben einen Powermond. Leute, wir haben einen Powermond. Ich bin so gut. Okay. Was, sie rührt sich nicht? Sie braucht wohl noch mehr Energie. Meinst du, es gibt hier noch weitere Monde? Ah, klar. Und ihr seht schon, ein bisschen Skill ist tatsächlich schon am Start. Oben auf den großen Baumstein. Ja, ich habe das Spiel ja auch schon mal gespielt, deswegen habe ich schon ein bisschen Skill. Also, ein bisschen zu sehr Skill für den Anfang, aber gut. Jetzt. Epic Shit hier. Also, bei mir ist Mario Odyssey ganz weit oben auf der Top-Liste, wenn nicht sogar am obersten. Macht das Sinn?
glaube nicht. Ja. So, und zwar müssen wir jetzt einen Dinosaurier kapern. Gute Güte. Was ist das für nur für ein riesiges Ding? Ein riesiges Ding, würde ich mal sagen. Bum, 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 bum. Lila Coins haben wir hier vergessen. Nehmen wir mal kurz mit. Oh yeah, das ist richtig. Es gibt lila Coins in diesem Game. Ist es einfach mega epic, dieses Game. Mann, ich sag das jetzt schon zum 1000. Mal, Junge. So, wo sind wir denn gerade? 25 Minuten? Ja, das... halten wir da drauf aus. Lol. Okay. Zack. Zack. Richtig nice. Ich würde gerne hier alle Felsen zerstören, weil... wir werden alles erkunden. Wie ich schon bereits gesagt habe. Und da gehört nun jeder Fels halt dazu, ne? Ja, wir werden jetzt nicht jeden Fels zerstören. Also in dem Fall schon, aber... ah, warte, wir haben nicht mehr viel Zeit. Huch, das Ding war zu groß. Ich konnte es nicht mehr länger halten. Okay. In der Tat war das groß. Okay. Kappen wir das Ding nochmal, weil da ist noch ein Fels. Und ihr wisst ja. Alle Sekunden. Okay, was hier? Nichts. Irgendwie nichts. Ihr seht hier, mega viel Skill ist am Start. So. Ach, die Kettenrunde respawnen, nicht? Ja, okay. Muss es halt mit dieser Säure kaputt machen. Falls es geht. Ich glaube schon. Ja, es muss gehen. Dun, dun, dun. Ich bin mal gespannt, wenn der erste Fail kommt. Ich wette mal, naja, ich will jetzt halt noch nicht spoilern, ne? Ich wette mal im nächsten Part. Also, wenn ich jetzt schon faile, dann wäre das ein bisschen lame. Zum Beispiel hier zu failen ist lame. So. Hier gibt's auch nochmal ein Schild. Reisetipp, Drehwurf. Wenn du von Gegnern umzingelt bist und sie gerne alle gleichzeitig ausschalten würdest, dann tue folgendes. Bewege die Joy-Con-Controller ruckartig, seitwärts, um einen Drehwurf auszuführen. Deine Kopfbedeckung rotiert dann um sich. Du nicht herum. Ja, ich meine den Move hier. Den. Oh yeah. Whee. Ja, so kann man die easy ausnocken. Also, die ist schon ziemlich OP, die Attacke. Einer der besten Moves, finde ich. Boah, das hier könnte man eigentlich auch nochmal mit dem Dinosaurier platt machen. Oh. Und da ist sogar ein Easter Egg, Leute. Eine Katzenpeach. Pixel. Richtig nice, finde ich. Aber Easter Eggs gibt es in diesem Spiel richtig viele. Leute, was meint ihr? Wird noch ein DLC kommen? Also, ich denke mal. Wäre auf jeden Fall mega geil. Ach ja, man kann auch mit den Dingen sprinten. Hui. Dun, dun, dun. Hiermit kann man einfach alles zerstören. Man ist so OP. Ist hier irgendwas? Hier ist nicht mal hinter was, okay. Dann war das ja eigentlich komplett umsonst. Shit. Aber gut, muss man akzeptieren. Akzeptieren, alles klar. Aua. Das hat aber jetzt wehgetan. Oder Mario? Ja, Mario muss manchmal schon ein bisschen leiden. Eigentlich immer, weil...
Bowser will einfach nicht aufhören. Warum akzeptiert er eigentlich nicht, dass er keine Chance hat? Warum akzeptiert er das nicht einfach? Aber gut, ich muss sagen, er hat schon was Gutes. Ich meine, wenn er Prinzessin Peach retten muss, wegen Bowser, dann hat Bowser auch irgendwie diese Spiele erfunden, in einer anderen Art halt. Weil nur wegen ihm eigentlich die Spiele da rauskommen, weil man Prinzessin Peach retten muss. Also ich glaube, ihr wisst schon, wie ich das meine. Und jetzt kommt die erste 2D-Sektion. Ich finde das einfach mega. Hey, wir sind hier ganz flach und irgendwo auch pixelig. Irgendwo? Ziemlich pixelig. Ja. Das bringt einfach so das Feeling weg. Oh, da hätte ich erzählen können. Für ein paar Taler. Beziehungsweise Münzen. Oh, ich kann es sogar noch schaffen. Oh yeah. Mega epic. Und auch die Musik. Wow. Jetzt hätte ich mich fast an einen Goomba getroffen. Aber an einen richtigen Bösewicht nicht. Macht Sinn. Ich bin sogar mal an einen Goomba hier gestorben. Aber gut. Oh, ist hier was? Lol, hier ist ein Mond. Okay. Den habe ich jetzt auch nur durch Zufall gefunden. Hinter dem Wasserfall. Ja, nice. Das ist so. Jedenfalls sehr cool. Ich habe einfach mal so einen Mond gefunden. Ich dachte, weil dieser Block so irgendwie in der Wand da war. Wie gesagt, jeden Pixel erkunden. Ich habe es jetzt irgendwie nur durch Zufall gefunden. Wegen dem Block. Und da vorne wird es dann hart. Okay, ich würde sagen, wir machen die Mauer kaputt, wenn man da mal so weggeht. Achso, man kann auch so machen, ja. Das ist eine richtig geile Kombo, finde ich. Da ist ein Herz. Aber wir haben schon. Wir haben noch 6 Leben. Lol, wir haben noch das Königsherz vom Mutland. Lol. Ja, aber es war jetzt auch nicht wirklich schwer, das zu halten. Behalten. Ja. Oh no. Oh no. Was? Du willst meine Monde, um ein doofes altes Luftschiff zu reparieren? Geht's noch? Ich verschenke meine Monde doch nicht einfach an dagelaufene, schon gar nicht an Kettenhundfutter. Und ja, sie ist wirklich einer der doofesten oder ja, verrücktesten Karas in diesem Game, oder? Wie soll ich das jetzt sagen? Ich bin mir jetzt echt nicht sicher, wie ich das sagen soll. Okay, der Fight ist auf jeden Fall nicht sehr schwer. Deswegen habe ich mich jetzt auch gerade getroffen. 10 Herz. Ja, manchmal ist es noch großzügig. Wie ihr hier seht. Oh, es ist mega großzügig, wie viele Herzen hier sind. Also, wer braucht denn diese ganzen Herzen? So, zwar man muss ihn einfach kapern. Und dann in ihre Fresslade. Das hat sie so verdient. Später wird sie. Ich will nicht spoilern. Ich will nicht spoilern. Ich versuche es hier so wie. Das war jetzt schlau. Das war jetzt schlau. Aber ich wollte eigentlich auch nur die Münzen haben. Geldsüchtig. Jetzt schlägt sie auch noch ihren eigenen Hund. Das ist Tierquälerei. Ganz einfach. Gut, der Hund ist jetzt auch nicht sehr nett, beziehungsweise Kettenhund. Es geht nicht immer nur um das Geld, Leute. Manchmal geht es einfach auch nur um das Überleben. Und gegen diese Schläge muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Zack! Alter, ich finde das Ende sogar ein bisschen brutal, wie sie da so guckt. Aber ist auszuhalten. Oh yeah, und das verschenkt uns ein Dreier Moon. Oh yeah, let's go. Okay, auf jeden Fall haben wir den Dreier Moon. Oh yeah, let's do
Mario Odyssey Parts kommen, deswegen freut euch drauf. Und ja, die Ferien sind leider zu Ende, beziehungsweise so gut wie. Du hast es geschafft und nun haben wir einen Multimond. Diese Kleinode besitzt die Kraft dreier Monde. Damit bekommen wir unser Schiff bestimmt von hier weg. Dann schauen wir mal, ob wir es zum Laufen bringen können. Wirf mich auf den Globus. Ja, gleich. Ich habe doch noch was zu tun. Und zwar... Ich schaue, als hätten wir die Monde gesammelt, ja. Das Schiff ist somit zu starten. Auf einen Felssprung, ja. Den Mond wollte ich kurz holen. Ja. Oh, da vorne sind auch noch lila Coins. Die wollen wir natürlich auch noch mitnehmen. Ich versuche immer alles, so gut wie alles in ein Land mitzunehmen, und dann erst weiterreisen, weil, ja. Nein, ich werde es nicht so machen. Pro Part ein Kingdom. Ich werde es einfach 30 Minuten machen, den Part. Also so um die 30 Minuten. Ich glaube, wir sind auch gerade bei 30. Ja, wir sind bei 36 Minuten gerade. Deswegen würde ich den Part an dieser Stelle auch, obwohl, ich habe die Lila Coins gar nicht geholt. Stimmt, das wollte ich noch machen. Ja. Und ich werde nicht weitermachen, bevor der nächste Part kommt. Also Leute, damit ist der erste Part zu Ende von Mario Odyssey. Also klar, der erste Part ist immer der längste wahrscheinlich, weil da halt am meisten auch passiert. Warte. Was hier? Ah, hier ist auch noch ein Mond. Ja, genau, holen wir den auch noch kurz. Aber dann würde ich mich verabschieden von euch. Und ich würde so sagen, ich kann es jetzt euch nicht versprechen, aber jede 2 Tage ein Mario Odyssey Part. Ich kann es euch aber nicht versprechen. Es kann sogar mal sein, dass es Tag hintereinander ist. Also wir haben gerade 2 Monde gefunden. Schatz beim Wasserfall. Ja, Leute. Ja, da sind noch lila Coins. Ich komme irgendwie nicht zum Abschied, ne? Oder zum Ende des Videos. Okay. Ich würde sagen, es war's für diesen Part für Mario Super Mario Odyssey. Ja, Leute, wie findet ihr Mario Odyssey? Schreibt's in die Commentary. Ja. Ich würde sagen, ich bin raus. Habt noch einen schönen Tag. Und bye. Bis zum nächsten Part Mario Odyssey. Vergesst nicht zu abonnieren natürlich. Ciao.